Ja, lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch. Was? Lebt denn der alte Also bei mir lebt er nicht, er pennt. Ja, bei mir ist er auch gerade gestorben aufgrund der Asynchronität und des furchtbaren Singens. Ist er direkt einfach aus dem Latschen gekippt. Es so. Ist Ohrenbluten, aber ist egal. Ich habe Bevölkerung wie Sander mehr, die machen das. Ah, die regeln das für dich? Ja, ja, da kommt der Aristokrat und nimmt die Hax. Und die dreht Hax am Rad. Er dreht am Rad, der Aristokrat. Ich bin am Überlegen, hier Wege zu bauen, Ossi. Auf einer Handelsroute werden keine Ja, Wagen für Sonder- und Wegerechte mal wieder. Welcherlei Wege denn? Auf der Tabakinsel. Tabak. Tabak. Weil hier bei einigen Farmen nicht abgeholt wird, was wahrscheinlich daran liegt, dass. Obwohl ich sagen, genug Tabakproduktion in der Umgebung hast, um sie alle zu versorgen. Na, ich kaufe halt noch zusätzlich die guten Blätter ein. Ah, ja, das kann natürlich sein. Ja, das ist daran nicht. Ne? Da haben die dann hier teilweise keinen Bock mehr. Ich mache auch nicht bei allen den Weg hin, nur bei einigen jetzt, wo es sich gerade anbietet. Ja, das finde ich vernünftig. Nicht? Und die anderen müssen halt, sage ich mal, sehen, wie sie klarkommen. Die haben dann halt unbezahlten Urlaub oder so. Ja, das gehört auch dazu, muss ich sagen. Nur einen, die hier in der Mitte. Du kannst auch nicht jeden durchbringen, Benne, weißt du? Oh, das geht schon, du musst nur wissen, wie. Ja, mehr Steuern. Steuern. Steuern hoch. Der Ossi, der steuert uns noch ins Verderben, du. Sieht das scheiße aus oder sieht das scheiße aus? So, okay, Parfum sieht schon wieder besser, also ein bisschen besser aus. Hier mache ich mal die Holzfäller langsam wieder an. Das sieht so unproportional aus. Kommen hier gerade noch Leute reingepurzelt eigentlich? Glaube nicht. Sieht der Zuschauer, der Geneigte, darf mir jetzt wieder zusehen, wie ich mental einfach nicht darauf klarkomme, dass ich das Schloss bauen muss und dass es einigermaßen gut aussehen muss. Das heißt, es kann jetzt einige Folgen dauern, bis ich hier tatsächlich fertig bin. 300 Jahre später. Oh, ich habe hier diese wunderbare Schlossflügel gefunden. Herzlich willkommen bei Anno 2070. Ich baue ein Schloss. Es sind ein paar Jahre vergangen. Ich baue dir ein Schloss. Oh. Aus Sand. Das in den Wolken schwebt. Gib mir die Hand, in ich baue dir ein Schloss aus Sand. Halt die Schnauze! Was? Echt, ey. Bücherlich. Krieg das kalte Kotzen. Die Nena ist ja auch unter die Schwurbler gegangen, ne? Die Nena? Ich weiß nicht. Ich hab's tatsächlich nicht mitverfolgt. Ja, es sind einige, die sich jetzt öffentlich dazu bekannt haben. Und sie wohl unter anderem auch, wie ich gelesen habe. Ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber auch sagen, Nena ist auch schon seit längerer Zeit gänzlich in der Bedeutungslosigkeit versunken. Schon, ne? Ich denke, dass wir das Wendler-Syndrom einfach gewesen sein. Das Wendler-Syndrom, ey. So, ich reiße hier gerade noch mal ein paar Hütten ein, die es nicht mehr braucht. Ich bin der Tod. Ich reiß dein Haus ein. Ich bin der Tod. Ja, bei mir auch. Und jetzt gerade hat es geknallt. Da reißt der Tod nicht nur das Haus ein, sondern auch den Elefanten. Der arme Elefant, Mann. Hör auf. Kannst du nicht machen. Benjamin Blümchen ist der arme Elefantenmann, oder was? Ja. Benjamin, du lieber Elefant. Ja, ich sehe ihn, glaube ich, hallo, Benjamin. Ich brauche mal frisches Elfenbein. Ich habe das ja früher als Kind super viel gehört. Und ich auch, sehr, sehr gerne. Es gibt bis heute noch eine Passage, das ist einfach mein absoluter Top-Liebling. Daran merkt man immer, wie alt das einfach ist. Das war eine Passage aus irgendeiner dieser ganzen Episoden da, ne? Und da war irgendwie Benjamin irgendwie, ich weiß nicht, oder war es der Bürgermeister? Ich weiß es nicht mehr, die waren da bei so einem Händler, wo sie halt irgendwie, ich glaube, der Bürgermeister wollte sich einen Computer kaufen. Bitte? Haben da Tabakwaren gekauft. Nicht ganz, sondern wollten einen Computer kaufen. Ich glaube, es war Benjamin. Ich glaube, der Bürgermeister hatte einen und Benjamin wollte auch einen. Und der Verkäufer dann so total selbstsicher und von sich selbst überzeugt, so, das ist das Gleiche, meint dann so,
Ja, dieses Gerät verfügt über einen RAM von 1 Megabyte. So damals war das halt Megabyte, Alter, da kriegt alles rein, da kann ich Windows 3000 mal drauf installieren. Auf dem RAM. Erstmal COD-Let's Play machen, Alter, Benjamin. Gar kein Problem, kannst du easy mal irgendwie Flüssigkeitssimulationen laufen lassen, das ist gar kein Problem. Ja, aber ich meine so vergleichsweise, so irgendwie 1 Megabyte kannst du dir heute halt echt nicht mehr vorstellen. Damals war das halt so, da brauchtest du einfach nichts mehr. Das ist wie als wenn du heute 64 GB drin hast. Gut, das ist je nachdem auch noch zu wenig, je nachdem was man macht. Aber so, ne, es ist halt, die Zeit ist vorangeschritten, mein lieber Ossi. Wir werden alt. Wir werden alt und mit uns die Welt. So ist das, so ist das. So, Schmuck sieht irgendwie immer noch nicht so so schmuckelig aus. Ja, schmuckelig. Talismane muss ich einkaufen, geht nicht anders. Nix. So, ich werde mal hier tatsächlich statt einfach Pflasterplätze zu setzen, ein paar Blumenbeete setzen, um die Verdichtung meiner Siedlung nicht allzu sehr voranzutreiben. Die Verdichtung der Kranplätze? Kranplätze müssen verdichtet sein, aber urbane Grundstücke müssen nicht verdichtet sein. Ich kriege jedes Mal das kalte Kotzen, wenn ich einen Schottergarten sehe, Alter. Also ernsthaft, lass doch das Wasser abfließen, so. Sagte er, während er auf der Toilette hockte. Genau, lass doch das Wasser einfach Wassermarsch durch die Rinne. So, weißt du, was ich jetzt machen werde? Problematisch wird es dann, wenn nicht mehr in die Toilette reintropft, sondern, ja. Ich kaufe jetzt Gold und Diamanten ein, beziehungsweise Edelsteine. Mach ich einfach mal. Ja, ich habe das auch gemacht. Das kann man schon machen. So teuer ist es nicht. Nö, Talismane sind teurer. Wenn du ein Darlehen benötigst, dann... Talismane sind sehr teuer. Und den guten alten Azitheken hier unten, den Azidiskotheken, den kann ich einfach nicht genug aus den Rippen schneiden. Wer ist denn der Händler, der da die ganze Zeit nur herfährt, bist du das? Wie viel kosten die denn, wenn ich dir die verkaufe? Sind die da auch so teuer? Wahrscheinlich. Warte auf Anweisung. Puderatze, okay. Der kommt jetzt gleich hier an. Währenddessen ist der Joten schon wieder auf 11 Tonnen. Das heißt, es würde Sinn machen, eventuell noch ein zweites Schiff mit zu beauftragen. Mein lieber Herr Ossi. Mit Talisman oder was? Ja. Ich weiß ja nicht, ich könnte auf jeden Fall, also der müsste jetzt jedes Mal so um die 20 Tonnen vorbeibringen, relativ zuverlässig. Ja. Ich könnte natürlich die Talisman-Produktion ausbauen, das ist kein Problem. Ja, ich bräuchte auch Gold und Edelsteine, aber eins nach dem anderen hier. Schmuck sieht, ich glaube, Schmuck wird langsam besser. Talisman, ach du Scheiße. Du, okay, du hast gerade die 80 Tonnen verkauft. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, 14.000. Ach, deswegen sieht das wieder so gut aus bei mir. Ja. Du machst einfach deine Leidenschaft zum Beruf. Falls du einen größeren Hunger noch an Talisman hast, musst du mir nur Bescheid sagen, dann werde ich alsbald einen weiteren Produzenten in die Landschaft bauen. Ich habe immer Hunger. Oh, dann werde ich doch einfach einen weiteren Produzenten in die Landschaft bauen. So, Tempel aber des Medizinmannes ist das übrigens, der die Talisman. Ansonsten scheint dir tatsächlich alles erstaunlicherweise stabil zu sein, beziehungsweise zu bleiben. Stabiler als meine Persönlichkeit. Nee, so, das kriegen wir schon nicht hin, aber... So, hier die Kanonengieße rein, die fressen eh nicht viel Bilanz. Oh, das Schiff ist fertig, den können wir gleich mal hier verknubbeln. Dann knubbel ihn mal. Ja, ich muss nur den Futteratze finden, der ist glaube ich nicht hier, der ist hier irgendwo. Futteratzen. Ja, der Name ist eigentlich nicht mehr ganz akkurat, weil der hat früher einfach nur Nahrung transportiert. Scheiße, wie hieß denn das Schiff jetzt? Das Schiff heißt Tornado 4. Welch ein kreativer Name. Erstaunlich, dass ihr mehr Ruhm erntet. Ich glaube, ich brauche mehr Brunnen. Tornado 4, go. Kommt mir das nur so vor, oder gibt das irgendwie echt wenige Brunnen in der... Brunnen? Auswahl. Du meinst allgemein Brunnen. Ich meine allgemein Brunnen, jawohl. Hm. Es gibt den Venusbrunnen. Da gibt es aber auch nichts zu cyclen. Es gibt noch den Pferdebrunnen, da gibt es auch nichts zum cyclen. Ja, der Venusbrunnen ist so fett und der Pferdebrunnen ist
Leider nur zwei groß. Den kann man so schlecht mittig platzieren bei diesem Schloss. Meint ihr? Wie spricht man das denn aus? Was denn? Na, die Voliere oder was? Ja, Voliere, Alter, was ist das denn? Weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein Vogelkäfig oder sowas, wo die drinnen fliegen können. Die Einwohner? Ja, die Einwohner und die Vögel, die können da miteinander vögeln. Ja, was? Bitte? Was? Hören Sie mir mal zu, sowas pulle ich hin. Was ist da gerade an meine müden Ohren gedrungen, lieber Ossi? Jenseits von Gut und Böse, mehr sage ich dazu. Ja, ich habe doch da etwas vernommen gerade. Hm? Was war denn Frühling. Das? Ja, du bist's. Dich habe ich vernommen. So, Schmuck 15 Tonnen. Ich glaube, Schmuck regelt sich langsam. Talisman ist halt echt ein sehr teurer Spaß, muss ich sagen. Ja. Oder generell halt die Kolonialware oder wie das doch immer hieß. Da kommt schon wieder der Händler. Total geil auf mein Geld. Den Ständer siehst du wahrscheinlich schon aus 10 Kilometern Entfernung. Eine Hand. Der hat wieder frische Moneten. Herbert, renn in die Wanden. Oder so ähnlich. Was war das? Das war eine akkurate Darstellung des Händlers, anno 1701. Ach so. Okay, das ging gerade. Das waren nur 952, weil ein bisschen was verkauft wurde. 21 Tonnen hat er gebracht. Das ist ganz sexy. Da komme ich, glaube ich, der Ossi teurer zu stehen auf Dauer hier, du. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ob du es jetzt bei mir kaufst oder beim Atzen oder beim Händler, ist ja auch Jacke wie Hose. Ich glaube, der Preis ist ähnlich. Ich guck grad mal. Deine Ankunft beim Atzen sind. Nee, da ist günstiger. Oh, der verkauft ja Gold, sehe ich gerade. Der verkauft ja Gold. Das ist ja goldig. Das ist ja, was ist denn hier los? Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich pleite, wenn du hier ankommst. Mal gucken. So viel kann er nicht dabei haben, so schnell wird das nicht produziert. Nö, stimmt, ja. 21 teuer, ja, das geht, das ist okay. Gut, mache ich nochmal ein Schiffchen, ein kleines Handelsschiff, dann kann ich mir das Gold nochmal abgrapschen hier unten. Ist mir gar nicht aufgefallen. Jolt! Vor allem schön günstig hier. Schön Jolt. Jolt, das ist schön. Theoretisch könnte ich ihm Stoffe verkaufen, aber das ist ja hier egal bei 1701. Bei 1602 war das ja noch so, ich glaube bei 1503 auch, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, da konntest du ja nur tauschen. Da konntest du ja nur tauschen und nicht handeln. Ach, siehst du mal, praktisch, dass meine Flotte hier oben noch steht, wo das Schiff versenkt werden soll. Das ist nämlich genau da gespawnt. Immer ran da. Also es gibt jetzt auch große, also so richtig große Plätze, die gab es ja vorher nicht. Aber irgendwie sehen die alle scheiße aus. Was verstehst du unter richtig groß? Also 4x4. Oder, naja, 2x2 in dem Fall. Das wäre ein Unterschied. Es ist immer wieder eine Freude. Das ist schon ein kleiner Unterschied hier. Ja. Ich bin immer erstaunt, wie lange trotzdem dieses kleine Handelsschiff immer noch zum Bauen braucht. Aber das kann man ja auch in der großen Werft nicht herstellen, nur in der kleinen. Großes Handelsschiff, großes Kriegsschiff. Schwarzes Handelsschiff, roter Falke, schwarzes Kriegsschiff. Was ist eigentlich die Kriegsjunke? Hast du die schon mal gebaut? Das ist, ich habe die schon mal gebaut, ja. Da habe ich sogar eine Flotte von. Eine Kriegsjunke fährt bei mir immer vom Amin zu meinem Konto und holt er das. Ach ja. Elfenbein, ne? Also quasi besonders Schiff gut protected. Ja, würde ich schon ja. sagen. Ja, beim Gustav sieht das schon wieder nicht mehr so rosig aus, ne? Die paar Kaufleute, die er hier hat, die sind schon wieder sehr spärlich geworden. Ja, das ist halt der Gustav, ne? Was willst du da machen? Mensch, Gustav, was machst du denn? Gustav. So, wie sieht's denn aus? Wir haben immer noch zu viel Ambra. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Ja, mit Ambra hat man immer jede Menge, aber ich denke, du kannst auch einigermaßen viel Parfum produzieren. So. Boah, ich denke halt nicht dran, das zu verkaufen, sondern ich mache dann, also den Parfum würde ich halt eher verkaufen, aber dafür muss erstmal schön produziert werden, weißt du? Ja, da hast du auch wieder recht. Da ordentlich die Produktionsketten hier mal in Gang setzen, was ist das da eigentlich? Hat hier so ein altes Miniatur-Stonehenge. Das sieht auch nice aus. Da baue ich mir ein Haus draus. Dann kommt der Tod und reißt es ein. Der reißt es ein. So, hier, ihr seid alle happy soweit. Ihr seid auch schön am Abdrücken. Das finde ich sehr gut. Warum fackelt das da hinten? Was? Ei! Was? Ach, die Feuerwehr wurde weggesprengt, wa? Wo denn? Ja, hier hinten bei mir. Auf meiner asiatischen Seite der Welt.
Auf deiner asiatischen Seite der... Ich sehe gar nichts, Fackel. Ich höre nur so, ja. Also nicht in meiner Hauptinsel, sondern oben auf der anderen Seite. Ach so, bei deiner Hauptinsel hast du im asiatischen Bereich im Süden übrigens eine Wohnhausruine. Ach. Oh, hier höre ich es knistern. Ach du Scheiße. Ja, gut, ich sag mal, die Flammen können wir einnehmen. Gleich jetzt geben. Hab Dank für eure Hilfe. So, ein paar Talisfrauen. So. Mensch, da ist ja schon fast wieder eine ganze Folge. Ehrliche Arbeit ist fast. Noch ein bisschen Zeit ist ja noch. Aber viel habe ich auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, naja, es muss ja nicht immer alles rennen, weißt du? Wir sind ja auch schon alt, in die Jahre gekommen, weißt du? Da darfst du. Ich bin auch schon alte Hasen hier. Ja. Ich frage mal den Gustav, ob er ein bisschen Geld für mich hat. Doch, frag ihn mal ruhig. Guck mal her. Was? Dann sag mir mal Bescheid, was er sagt. Er hat gesagt. Auf einer Handelsroute werden keine. Er hat gesagt. Ich kenne deine Mutter schon länger als du. Ich werde dich ficken! Was? Was? Ja. Würde ich zustimmen. Ja. Nee, ich bin noch am Überlegen, ob wir den Gustav dann irgendwann nochmal schön in die Mangel nehmen oder ob wir ihn halt einfach vor sich hin vegetieren lassen. Weißt du, was auch fies wäre? Na? Seine Hauptstadt so lange attackieren, bis nur noch so ein kleiner Teil für ihn übrig ist. Den Rest nehmen wir einfach ein. Und dann hat er noch irgendwie so ein Insel, so ein Zuppel einfach übrig. Und da kann er dann siedeln. Ich dachte, der kauft sich einfach trotzdem durch. Das juckt ihn dann gar wahrscheinlich. Nicht. Er kauft sich wahrscheinlich bis zum Aristokratenhof. Wobei, er droppt gerade ordentlich runter auf Pioniere hier, sehe ich gerade. Aha. Haben wir den eisernen Gustav am Ende doch gebrochen? Man weiß es nicht. Man munkelt. Der eiserne Gustav. Die eiserne Jungfrau Gustav. So, Talismane verkauft. Ja. Okay, es sieht soweit halbwegs stabil jetzt alles aus. Heute nehme ich mal die Azteken hier als Foto, glaube ich. Kommen Sie mal her. Ich würde hier gerne mal ganz kurz mit der Rolex, wollte ich gerade sagen. Willst du mit der Rolex wedeln? Ich mach Fotos mit meiner Rolex. Das ist ganz normal. So, wer bist du denn? Man weiß es nicht so genau. Er redet nicht so gern darüber. Sprechen Sie mich nicht an. So, warte. Hier, so. Ich hoffe, der hat auch Screenshots gemacht jetzt, weil die Meldung gar nicht kommt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich die Meldung mal ausgeschaltet habe. Tatsächlicherweise. Nicht eigentlich den Kamerawinkel irgendwie mal ein bisschen ändern? Geht das vielleicht? So. Ich glaube, das interessiert ihn nicht. So. Okay, na, solange die Leute hier alle happy sind, bin ich auch happy. Ich bin tatsächlich am Überlegen, die asiatische Siedlung hier noch einzureißen und durch eine normale Siedlung zu ersetzen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, weil die Leute wollen ja auch alle versorgt sein und man muss es ja nicht so übertreiben wie der Ossi. Natürlich nicht. Das ist... Ich gehe mit schlechtem Beispiel voran. Ja, sehr schlecht, sehr schlecht. Dein Beispiel ist erst dann gut, wenn du wirklich die ganze Insel bis auf den letzten Quadratmeter zugepflastert hast mit Aristokratenhäusern. Ich arbeite dran. Momentan nimmt mein Schlösschen nur immer mehr Gestalt an. Ich sehe schon. Ja, Hallöchen. Wenn das nicht eine Residenz ist. Wenn du Bock hast, kannst du mal vorbeikommen. Dann nehmen wir unten auf im Keller. Ich habe da schon was hingestellt. Ja, geil. Ich habe da einen Rechner mit 1 Megabyte RAM. Ach du Scheiße. DDR1. DDR, das ist ja der Wahnsinn. Das nicht mal was ist, ha? Schleiche hier gerade durch deinen Schlossvorhof, deinen Warzenvorhof. Mein Haar, ja. Und da muss der Nibbel sein, du. Willst du mal Nibbel? Bitte? Willst du mal Nibbel? Ja, nee, ich trampel erstmal ein bisschen über deine Blumen. Ich hoffe, das ist okay. Wir trampeln durch die Felder, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblühen. Für uns bezahlt der Staat. Sogar Pfauen hat er hier am Start. Da muss ich auch noch mal ganz kurz hier. So. Ich kann mich mit ihnen verständigen. Ja, das hätte ich dir sofort abgekauft. Da musst du dich gar nicht rechtfertigen. Das weiß ich auch so schon. Gehört zu meinen Hobbys. Ja. So, der ist leer. Die sind einfach alle nur da. Du hast Tallis Frauen. Dann kommen sie mal auch hier rüber. Kapitän auf der Brücke. Das kann sofort losgehen. So. Okay, das sieht gut aus. Es scheint sich alles langsam zu stabilisieren. Und ich sehe schon,
ein oder zwei weitere Goldschmiede würden wahrscheinlich nicht schaden. Machen wir erstmal. Ach komm, machen wir gleich zwei. Was soll der Geiz hier? Zack. Erst wenn es ordentlich knallt, dann ist alles schick. Wenn es knallt und stinkt. Ja, so wie bei dir. Also ein bisschen sind die Plätze verbuggt, glaube ich. Ab und zu beim Setzen hauen die nicht ganz hin, aber. Ah, du kommst gerade recht zu unserem Powau. So, das sieht jetzt nicht überhammergeil aus, aber es sieht doch wenigstens hammergeil aus. Hammergeil. Der Schniggy Schnonker hier übrigens, der ist jetzt wieder sehr freundlich gesonnen. Gesonnen? Ja, ja, ich bin wieder im grünen Bereich mit ihm. Oh. Ich gönne ihm noch mal einen kleinen Tribut hier. Ach, gönn ihm doch mal. Das hat ihm nicht gefallen. Geschenke wären zu häufig, um von Herzen zu der aufgelöst, Hannes. Er sagt zu häufig. Das letzte Mal habe ich ihm vor 800 Jahren was gegeben. Wieso lebt er überhaupt so lange? Warum beschwert er sich überhaupt, dass du ihm Geld gibst, Alter? Weiß ich nicht. Beschwerst du dich auch, wenn man dir Geld gibt? Nee, ich nehme das mit vollen Händen. Okay, schade, sonst hätte ich dir auch mal Geld gegeben. Ich meine, ich protestiere. Ich protestiere nur. Oh, Alter, ich habe schon 170.000 durchgebraten für das Schloss. Eieiei. Goldmünzen. Das ist teuer. Nee, Frauen. Ach so. Ja, ja gut, das. Dirnen. Was? Nein, in der Tat Goldmünzen. Goldmünzen. Lieber Ossi, was habe ich da gerade schon wieder für verwerfliche Wörter gehört? Hören Sie nicht. Hören Sie nicht hin einfach. Würdest du bitte deine Zunge zügeln, lieber Ossi? Ich werde mich in Zukunft selbst geißeln. Oh. Darf ich dabei zusehen? Wenn du möchtest, gerne. Mm. Ich mag das, wenn Zuschauer dabei sind. Ah. Ich fühle mich so lebendig. So. Ja gut, ich bin gerade am Überlegen gewesen wegen Wohngebiet erweitern, aber nochmal ein bisschen gucken. Bin mir noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Okay. Ich würde aber sagen, lieber Ossi Fant, dass wir langsam, aber sicher wieder in See stechen. Gerade der Ossi, der weiß, wie das funktioniert mit dem Stechen und mit dem See. Wie bitte? Bitte, was? Wie bitte, was? Naja, gut. Also wir können gerne in den See stechen, in die nächste Folge sozusagen. Da hätte ich nämlich noch einiges zu tun. So ist das. Und nach dieser Folge werde ich heimlich offscreen dem Ossi nochmal richtig schön einen kleinen Lachs durch die Fresse ziehen. Was? Ja, und zwar für die 13.000, die ich dir geschenkt habe. Oh ja, hast du mir 13.000 geschenkt? Achso, ja, vorhin. Ja. Die 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja. Oh verdammt, ich glaube, ich muss niesen. Oh oh. Oh nein. Ach. Das ist so richtige alte Leute, Nieser. Ach. Sag mal. Herr Plüschmort, können Sie mir das bitte mal erklären? Herr Benne, was macht ihr? Wo ist denn meine fünfte Brille schon wieder hin? Guck doch mal unter dir. Was macht die denn in meinem Schlippi? In dem Schlüpper. Okay. So, wir sollten vielleicht lieber gehen, bevor wir die Leute noch mehr verstören. Ja, ich finde auch, wir sollten uns verabschieden. Ja, ich stecke meinen Kopf hier lieber in den Berg rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit dem Kopf in den Berg heim. Mit dem Kopf im Berg, ja. Hier fühle ich mich wohl. Hier, das ist meine Heimat. Ja, hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. So ist es. Ich gucke mir das Schloss an und sage, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, schaut doch mal bei Wenne rein und abonniert und lasst ein Abo da und lasst einen Abonnenten da. Und ja. Und vergiss nicht zu abonnieren, das ist sehr wichtig. Und genau. Subscribe. Und eine Subscription natürlich auch. Und regelmäßig abonnieren. Und die Glocke nicht vergessen. Und beim nächsten Mal vor allem wieder reinschauen. Auch gerne reinhauen. Ich glaube, die Leute hauen auch gleich wirklich rein, aber auf andere Art und Weise. Ja, naja. Macht's gut. Schnell weg hier. Tschüss.